Guten Morgen. Heute an einem Samstag, denn es ist der 11. November. Ja, diejenigen, die es feiern, heute beginnt um 11.11 Uhr der Karneval fast nach Fasching. Und es ist St. Martin. Das will doch besungen sein. Versetzen wir uns in die Szene. Nehmen wir an, dass hinter mir sei das Tor der Stadt in Gallien, Amiens. Und ich habe zwar keinen roten Soldatenmantel wie Martin, aber immerhin eine rote Jacke. Und ob James das Ross geben will, werden wir sehen. Also, St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind, das Ross, das trägt ihn fort geschwind. St. Martin ritt mit leichtem Mut, der Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee saß er im Schnee, saß er im Schnee, da saß ein armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an. O, helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zieht die Zügel an, das Ross steht still beim armen Mann. Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gibt den Halben hin, der Bettler rasch ihm danken will. Sankt Martin aber ritt in Eil hinweg mit seinem Mantelteil. Und in der Legende geht die Geschichte noch weiter. In der Nacht sieht Martin im Traum Christus und Christus trägt den halben Mantel, den Martin dem Bettler, dem Frierenden, gegeben hat. So wie Jesus in der Bibel sagt, was ihr getan habt, diesem einen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Allen Martinas und Martins uns einen leuchtenden Tag und euch anderen auch, denn wir können ja teilen. Seid behütet und hier kommt das Wolkenfenster, durch das die Sonne dann durchbrechen wird.